So, hier nochmal ein kleines Update zu den Xiaomi-Roboter. Den haben wir ja schon ausgiebig vorgestellt. Das ist ja jetzt, glaube ich, schon das vierte Video zu dem Xiaomi-Roboter. Aber es haben sich eben sehr, sehr viele dafür interessiert. Der Roboter ist ja auch wirklich gut und bietet ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es wurde aber jetzt noch sehr oft nach dem Magnetband gefragt. Deswegen möchte ich das hier nochmal ein bisschen näher vorstellen. Das hier ist das Original-Magnetband, was eben zu dem Roboter angeboten wird. Könnt ihr auch direkt über den Anbieter aus China bestellen. Ist gar nicht so teuer, wird ja auch versandkostenfrei geliefert. Ich glaube, der aktuelle Preis liegt etwa bei 13 Euro und die Länge ist dann 2 Meter. Das findet ihr aber auch, wie gesagt, alles auf meiner Seite www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Auch den aktuellen Preis und den Link, wo ihr das bestellen könnt. Ich möchte das jetzt nochmal vorführen, wie das Ganze funktioniert. Der ein oder andere kennt vielleicht diese Technik noch nicht. Es gibt hier sehr viele Roboter, die mit Magnetband arbeiten. Das Prinzip ist einfach, ihr seht es, also ihr könnt damit einfach einen Raum absperren. Unten am Roboter ist praktisch ein Sensor, der auf das Magnetfeld reagiert und somit wird eben dieses Magnetband nie überfahren. Jetzt ist es hier ein bisschen schwierig, den Roboter dazu zu bringen, dass er als die versucht, die Tür zu überfahren. Deswegen werden wir hier mal ein bisschen in die Ecke einsperren mit dem Magnetband. Einfach damit ihr jetzt mal so seht, dass er niemals über dieses Magnetband fährt. Das Magnetband ist auch relativ schwer und relativ dick. Im Lieferumfang sind so 4, 5, ich weiß gar nicht, waren es 4, ich glaube es waren 4 oder 5 von diesen doppelseitigen Klebebändern dabei. Das ist praktisch so ein doppelseitiges Teserband, so in der Art könnt ihr euch das vorstellen. Die könnt ihr unten dran kleben und dann kann man das Magnetband am Boden befestigen. Das sollte man schon machen. Ihr seht es ja hier, ab und zu verschiebt ansonsten der Roboter das Magnetband etwas. Also von daher am besten ankleben, aber das zeige ich euch am Schluss auch nochmal. Das Magnetband kann natürlich auf jede beliebige Länge zugeschnitten werden, ganz normal mit der Schere. Das ist überhaupt kein Problem. Man hat sogar irgendwelche Markierungen oben auf dem Magnetband. Das heißt, man sollte natürlich nachher, hier sieht man diese Markierung, man sollte diese Markierung natürlich nachher unten haben. Also man kann das Magnetband ruhig rumdrehen, sodass man diese Markierungen später nicht mehr sieht. Man muss auch nicht genau an diesen Markierungen schneiden, sondern man kann das irgendwo abschneiden. So, man könnte jetzt auf die Idee kommen, auch ein anderes Magnetband zu nehmen und genau das habe ich jetzt hier besorgt. Ich habe jetzt hier mal ein Magnetband besorgt, das ist, wie breit ist es, 20 mm breit, ist etwas dünner als das andere, ihr seht es ja hier im Bild, ist eigentlich ein Magnetband, was gedacht ist, um ja, so ein Bastler-Magnetband praktisch, um irgendwas an der Wand zu befestigen. Da gibt es ja diese Magnetbänder, da gibt es spezielle Bastler-Shops, die sich auf solche Magnetbänder spezialisiert haben. Und da kann man die bestellen. Ich würde euch jetzt auch den Link geben, aber es bringt an sich nichts. Denn wie ihr jetzt sehen werdet, funktioniert das mit diesem Magnetband leider nicht. Also von daher würde ich euch abraten, da Experimente mit ganz billigen Magnetbändern zu machen, wobei diese Magnetbänder hier gar nicht mal so billig sind. Also ich glaube, vom Preis her ist das gar nicht so weit entfernt von dem anderen. Ich hatte nur gedacht, wenn man so eins verwendet, dann dieses gibt es in verschiedenen Farben, kann man das natürlich dem Raum etwas besser anpassen. Aber offenbar ist die Stärke von dem Magnetband, von diesen normalen Magnetbändern, nicht stark genug. Die sind also nicht magnetisch genug, so dass der Sensor das nicht richtig erfasst. Ich habe die jetzt mal zwei Bänder mal übereinander gelegt, aber ihr werdet sehen, auch das wird leider nicht erkannt. Also ihr solltet da schon ein richtiges Magnetband nehmen,
was für Roboter speziell konzipiert wurde. Es wird sicherlich auch ein Magnetband gehen, was für andere Roboter konzipiert ist. Aber wenn ihr ganz sicher gehen wollt, kauft das Original-Magnetband. Die paar Euro, die das kostet, wie gesagt 13 Euro, die lohnen sich, da habt ihr dann auch kein Problem und das ganze Ding funktioniert dann auch. Wie gut das funktioniert, das möchte ich euch jetzt nochmal demonstrieren. Ich lege das auch mal hier unter einen Teppich. Der Teppich ist etwa 1 cm hoch. Hier diese Kissen, diese Körbchen von unseren Katzen, die habe ich jetzt hier mal drumherum gelegt, damit der Roboter einfach nicht ausweichen kann und jetzt wirklich versucht, hier über das Magnetband zu fahren. Ansonsten hat das hier natürlich keine Bedeutung. Also ihr seht, das Magnetband wird auch erkannt, selbst wenn es unter dem Teppich liegt. Das bietet sich natürlich an, wenn man sehr viel Teppich hat und da vielleicht irgendwas absperren muss, dann kann man das geschickt unter dem Teppich getarnt hinterlegen. Oder wenn man einen Teppich hat, der Probleme macht, es gibt ja auch Teppiche, die zu dick sind. Da ist ja auch eine Diskussion auf unserem Blog da entstanden. Schaut mal rein, www.akku-und-roboter-staubsauger.de wegen den dickeren Teppichen. Dafür ist der Roboter wirklich nicht sehr gut konzipiert. Also die Teppiche sollten nicht zu stark sein, insbesondere die Kanten. Über 1,2 cm wird dann langsam kritisch. Also mit 1,5 cm, da ist so ziemlich das Ende und selbst 1,5 geht schon relativ schlecht. Das werde ich euch aber gleich auch nochmal demonstrieren. Ich habe jetzt das Magnetband hier rausgezogen und ihr seht, dann fährt er wieder problemlos drüber. Also ein normaler Teppich mit etwa 1 cm macht überhaupt kein Problem oder 1,2, aber danach wird es wirklich kritisch. Dafür ist der Roboter nicht so gut geeignet. Aber jetzt nochmal zum Magnetband. Ich zeige euch jetzt, wie man dieses befestigen kann. Ihr solltet natürlich die Fläche erst schön sauber reinigen. Es sollte da kein Staub oder sowas liegen. Ist klar, sonst klebt das Ganze nicht mehr. Und die Länge könnt ihr einfach hier mit der Schere zurechtschneiden. Ich werde das Video gleich mal ein bisschen beschleunigen, damit ihr hier nicht so lange warten müsst. Also es sind 5 Dinger dabei, also 5 von diesen Klebeteilen. Ich werde das hier aber jetzt nur mit 4 Stück festkleben und ich werde da auch ein kleines Stückchen Papier noch mit dran kleben, falls ich mal diese Klebebänder wieder vom Laminat entfernen will, geht das immer etwas besser, wenn ihr da so ein kleines Stückchen Papier dran klebt. Das ist so ein kleiner Trick, den ihr euch vielleicht auch noch merken könnt. So, jetzt klebe ich das mal fest. Ja, ich hätte vielleicht hier, aber das ist ja fast 2 Meter hier, das ist ja eine doppelte Tür. Also ist ungefähr 1,80 Meter oder ziemlich genau 1,80 Meter. Und da hätte man auch 5 nehmen können, aber 4 ist auch okay. Ist ja an sich nur da, dass das Magnetband nicht verrutscht. Und der Vorteil ist eben, man kann die Tür offen lassen und kann dafür sorgen, dass der Roboter dieses Zimmer eben nicht überquert. Denn hier drüben liegen doch sehr viele Sachen. Da liegt sehr viel Katzenspielzeug. Aber da steht auch die Katzentoilette. Und da ist es natürlich wichtig, dass da die Katzen auch in dieses Zimmer gehen können. Deswegen kann man nicht immer die Türe schließen, wenn der Roboter ein Zimmer reinigt. Da ist es einfach besser, wenn man die Tür offen lassen kann und das Magnetband verhindert, dass er da reinfällt und sich da irgendwo an diesem Katzenspielzeug, an dem Wollknäuels oder sowas verheddert.
So, jetzt noch mal kurz zur Teppichstärke. Da war ja eine große Diskussion ausgebrochen, teilweise bei YouTube, aber auch hier bei uns im Blog. Der Roboter ist schon sehr, sehr gut, aber er ist nicht sehr gut für hohe Teppichkanten. Also das ist so eine kleine Schwäche, die muss man einfach wissen. Und deswegen messe ich jetzt nochmal den Teppich hier aus auf beiden Seiten, um euch da mal was ganz Konkretes sagen zu können. Na, ich hatte ja gesagt, bei etwa 1,2 cm ist die Grenze, das hatte ich so eingeschätzt, das hatte ich ja auch schon im Testbericht angegeben. Und das kann ich eigentlich auch jetzt wieder bestätigen. Danach wird es langsam kritisch. Also dieser hohe Teppich hier ist jetzt etwa 15 mm. Ihr seht es, also 15 mm ist die Teppichkante. Der Teppich an sich macht dem Roboter gar kein Problem, aber eben die Teppichkante. Jetzt zeige ich euch, da habe ich euch gleich noch mal was zu zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier die Home-Taste 6 Sekunden lang gedrückt. Und das ist ein spezieller Modi. Der Roboter ist dann im Spot-Modus und reinigt in etwa das, was im 2,50 Meter Umkreis ist. An der Position, also 2,50 Meter um ihn herum, reinigt er alles. Das hatte ich im Test noch nicht erwähnt. Da hat mich ein Leser darauf aufmerksam gemacht. Der hat das herausgefunden oder hat es auch irgendwo gesehen. War ja immer ein bisschen schwierig, da Informationen zur Bedienung zu bekommen, weil ja die Dokumentation leider komplett in Chinesisch ist. Das war ja einer der Nachteile. Ansonsten ein wirklich sehr, sehr leistungsfähiger Roboter, der wirklich auch in der Navigation vorbildlich ist. Also nur eben Schwäche, die Schwäche ist einfach, sind einfach höhere Teppichkanten. Ihr seht es also hier, da kommt er schon mal ins Stocken. Also wenn er hängen bleibt, hier bleibt er jetzt an der anderen Kante mit dem kleineren Teppich, also mit dem etwas dünneren Teppich, der ist etwa 1 cm hoch, hat er in der Regel überhaupt keine Probleme. Nur an der einen Ecke, die steht etwas hoch und die kommt dann auch über diese 1,5 cm und da bleibt er dann kurz hängen. Das stört an sich die Reinigung des Zimmers nicht, aber man muss es halt wissen, dass das der Fall ist. Aber bei dem größeren Teppich, also bei dem dickeren Teppich, da seht ihr ja ab und zu, dass er eben an den Kanten schon etwas hängen bleibt. Es ist jetzt keine Tragödie, er kommt trotzdem hier noch mit dem Teppich zurecht und macht seine Aufgabe trotzdem noch. Aber er wird eben durch die Kanten hier etwas aufgehalten und man sieht schon, da ist wirklich dann die Grenze. Also dicker sollte der Teppich dann nicht sein. Außer man hat keine Teppichkanten. Also wenn der Teppich natürlich über das ganze Zimmer geht und man hat dann keine Kante, dann spielt diese Höhe natürlich überhaupt keine Rolle. Es geht ja nur um die Kanten. Also jetzt wisst ihr es nochmal genau, etwa 1,5 cm, da ist die Grenze. Bei 1,5 cm ist es dann immer fraglich. Da kann es nochmal klappen wie hier, aber es kann auch schon sein, je nachdem, was es jetzt, ob er da gut drüber rutscht, dass er da hängen bleibt. Wenn er etwas Schwung hat und etwas Anlauf, dann wird er keine Probleme mit haben. Aber wenn er gerade an dieser Stelle wendet oder rotiert, dann bleibt er eben schon mal hängen. Jetzt habe ich nochmal die Home-Taste gedrückt, weil er im Spot-Modus bleibt er immer an der Stelle wieder stehen, wo man ihn gestartet hat. Wenn man ihn dann zur Basis, zur Ladestation zurückschicken möchte, dann muss man eben noch mal ganz kurz die Home-Taste drücken. Das habe ich jetzt gemacht und ihr seht, wie sehr schön er diese Ladestation stets findet und andockt. Das ist auch egal, wenn ihr das in einem anderen Zimmer drückt. Wenn der Roboter von der Ladestation gestartet ist, dann findet er die Ladestation immer wieder. Und da kann die Wohnung doch noch so kompliziert sein. In der Regel klappt das immer. Also da ist der Roboter wirklich vorbildlich. Wie gesagt, Schwäche sind einfach die dickeren Teppichkanten. Wenn man die nicht hat, ist man mit dem Roboter sicherlich gut bedient. Wenn man allerdings solche Kanten in der Wohnung hat und möchte, dass er da drüber fährt,
dann muss man überlegen, ob es dann wirklich der richtige Roboter für einen ist. Das muss man also vorher wissen. Man kann natürlich den Teppich, wenn man nicht möchte, dass er überhaupt da drauf fährt, könnte man den Teppich ja auch mit Magnetband absperren. Das habe ich ja vorhin schon mal gezeigt. Ich habe jetzt nochmal den Spot-Modus gestartet, hier ohne den dickeren Teppich, damit ihr einfach nochmal ein bisschen besser seht, welchen Umkreis er dann reinigt. Er kann jetzt hier nicht ganz rund fahren, weil der Kreis eigentlich ein bisschen größer ist, als hier Platz ist. Deswegen muss er hier manchmal ein bisschen ausweichen. Aber ihr seht es, ungefähr ist das so ein 1,50 Meter oder 1,30 Meter in die eine Richtung vom Roboter und 1,30 Meter in die andere. Also so im Durchschnitt so fast 3 Meter nicht, vielleicht 2,50 ungefähr im Schnitt reinigt ihr im Sportmodus. Also wie gesagt, 6 Sekunden die Home-Taste drücken und dann wird der Sportmodus gestartet. So, das soll es eigentlich gewesen sein. Ich meine, das andere könnt ihr alles bei mir auf der Seite nachlesen, den Testbericht zu dem Roboter selbst. Und auch die anderen Videos findet ihr alle auf meiner Seite, wie gesagt, www.akku-und-roboter-staubsauger.de. Hier wollte ich einfach nochmal demonstrieren, weil da oft nachgefragt wurde mit den Magnetbändern, ob man jedes beliebige Magnetband nehmen kann. Also ihr seht, man braucht schon ein Magnetband, was speziell für Roboter geeignet ist, beziehungsweise relativ stark magnetisch ist. Ihr könnt da nicht einfach so ein Wandmagnetband, ein dünneres nehmen. Das funktioniert nicht. Also da sollte man dann lieber die paar Euro ausgeben, bevor man da 1000 Magnetbänder daheim liegen hat und dann das Dreifache bezahlt hat. Ansonsten, das mit den Teppichkanten wollte ich euch nochmal zeigen. Ihr wisst also jetzt genau, hohe Teppichkanten sollte man nicht haben. Also es sollte keinesfalls eine Teppichkante im Zimmer sein, die dicker als 15 mm ist. Ansonsten sollte man sich vielleicht nach einem anderen Roboter umschauen. Die können dann manchmal doch 2 bis 5 mm mehr. Viel mehr können wenige Roboter. Irgendwo wird es dann bei vielen Robotern ein bisschen kritisch. So, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, bis demnächst mal wieder.